weil ich ja eigentlich mal irgendwann über 20 Sterne hatte oder sowas. Nee, Leben. Und jetzt sind es, also beziehungsweise nach jedem Neustart sind es ja nur noch 4 Leben, die dann immer übrig bleiben. So, komm schon, diesmal. Es wird aber auch immer besser, ne? Und oh! Nein! Das gibt's doch nicht! Du hast den Sprungsound gehört, oder? Ja, hab ich. Ah, das gibt's nicht. Und ja, die neue Gastkommentatorin bin ich. Ich heiße Sapi, bin 16 Jahre alt und ja, ich kommentiere diesen Stream hier, beziehungsweise moderiere das zum ersten Mal und ja. Ja. So weit, so gut. Ich denke, da viel mehr kann ich auch gerade nicht sagen. Meine Kräfte schwinden schon. Ach, egal. Komm schon, Mario. Der eine ist hungrig und der andere ist Pommes. Alles klar. Einer ist hungrig und einer ist Pommes? Ja. Wer ist dieser Pommes? Light A28. Nein, wer ist dieser Pommes? Also. Nein, er ist, also essen. Ach so. Och Mann. Ich krieg das nicht gebacken. Wer hätte das gedacht, dass ich mit Kinect nicht einen Stern sammeln kann, der Präzision verlangt. Der solch just eine Präzision. Just do it, don't let your dreams be dreams. Wie bitte? Just do it. Ja, also wenn ich das schaffe, dann kann jeder schaffen im Leben, was er will. Das ist jetzt so mein Leitspruch, mein Motto, genau. Ja, genau. Also wenn ich diesen Stern kriegen kann, dann könnt ihr auch eure Träume verwirklichen. Und ich schaffe es. Bam! Ja! Es ist so episch. Aber passt auf, ich hatte eigentlich noch was anderes vor, was ich jetzt auch noch machen möchte. Ja, ich möchte machen. Nein. Also eins können wir schon mal sagen, Game Over gehst du so heute nicht. Nein? So, jetzt wird's gemein. Ich weiß, ich habe das schon mal gemacht. Aber ich habe da noch so ein Video am Laufen, welches ich gerne mal hochladen möchte. Und zwar mit dem Ziel... shit. Und so wird das definitiv nichts. Und das war's. Kann der Abspann aus Layton vs. Ace Attorney bitte immer am Ende kommen? Nein. Das war eine einmalige Sache und das soll auch so bleiben, weil das sind einfach... Ich meine, okay, wir machen sehr viele Insider-Witze, die sich bis in sonst welche Folgen ziehen, aber ich finde, es ist auch irgendwo... Solche Original-Jokes oder was auch immer, wie man die nennen möchte, keine Ahnung. Egal, ich schaff das, ich schaff das, ich bleib da! Hula! Das sind Münzen. Warten ja, aber ich warte lieber noch, bis das vorbei ja. ist. Und dann mache ich langsam, weil das bringt es einfach nicht hier zu rushen. Das wollte ich eigentlich damit gar nicht, aber... Komm schon, noch ein Stück. Also er wird es auf jeden Fall schaffen. So. Oh Gott. Huga! Und zum Glück muss ich hier nicht die ganzen 8 roten Münzen sammeln. Nein, das will ich nicht. Runter mit dir. Herr, was? Dein Mikrofon wieder. Was? Dein Mikrofon war wieder ein bisschen undeutlich. Tja, das ist halt so jetzt gerade. Tut mir leid. Ich sehe dich schon. Du kannst es nicht anders machen. Nein. Ich schaff das nicht. Shit. Da, wo ich wieder drauf lande, da ist vorbei. Ja. Egal, ich schaff das. Das Level will gar nicht, also das Spiel will gar nicht, dass ich das versuche. Verständlich. Komm schon. Mit der Kraft der Macht werde ich Mario lenken, sodass er das tatsächlich hinbekommt. Puh. Och Mann. Ganz locker, ganz langsam. Und mein bam! Leben wird wunderbar, wenn ich an dich denke. Einfach ein Kind schenkst du mir Labo und Schrift auf der Klick. Oh, wer hat das jetzt wieder geschrieben? Wer klaut mir meine Gedichte? Urheberrechtlich geschützt ist das, Alter! Das ist mal der Gero.
Ah, der schon wieder. Naja, der ist mir sowieso braun im Auge. Und ich bitte diesen Namen nicht mehr zu nennen, weil ich finde, der macht wirklich Sachen, also der schreibt Sachen, die ich nicht gut heiße. Und dafür muss man ihn nicht noch ehren, indem man seinen Namen so oft erwähnt, weißt du? Das meine ich jetzt wirklich ernst, das ist, da bin ich auch ein bisschen angefressen deswegen. Und er kann froh sein, dass ich ihn noch nicht irgendwie gesperrt habe. Dass er hier überhaupt noch schreiben kann. Komm schon. Oh, fuck. Hier würde jetzt der Sound, das ist der Mario, richtig gut passen. Ach nee, weil das ist ja auch ein Mario-Spiel. Ach nee. Das ist ja auch aus einem Mario-Ding. Moment, ich will dieses Leben wenigstens, falls ich nämlich mal K.O. gehe, habe ich da noch eine Chance. So, jetzt warten wir erstmal wieder. Ich glaube, heute Abend wirst du sofort schlafen gehen. Ja, ich muss heute sowieso früh ins Bett, das passt ganz gut und ich habe ein Problem. Nein! Okay, das aber, wird schon. Aber ich schaffe das, ich schaffe das noch. Du schaffst das. Du kannst das, du hast das mit... Ich hab das noch nie geübt, ne? Also, ehrlich gesagt, ich hab den ersten... Egal, du wirst es schaffen. Oh, ich hab's geübt. Ich hab den ersten Bowser schon mal geschafft, aber ich wollte den zweiten auch haben. Oh nö, was passiert denn hier, Mann? Du wirst es trotzdem schaffen, weil du das mit dem Wasser auch hinbekommen hast. Ja, okay, aber so schaffe ich's definitiv nicht und ich bin schon, glaube ich, wieder fast am Game Over dran. Nein, noch nicht. Noch ein Leben. Das Doofe ist, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass ich die Hand manchmal einfach so runterhängen lasse, obwohl ich das nicht darf. Ich muss die an den Körper ranziehen. Das heißt, volle Konzentration nicht vergessen. Den One-Up? Nein, den nehme ich nicht mit. Das schaffe ich nämlich nicht. Oh, komm, darüber. Oh. Ich sag mal, das schaffe ich zeitlich leider nicht, den One-Up mitzunehmen, außer ich komme gleich direkt darauf. Oh Mann, oh. So. Okay, nochmal. Schreibst du da eigentlich drin mit? Ja, ein bisschen. Ich versuche halt. Oh, das ist ja nett von dir. Das haben die anderen, glaube ich, nie so gemacht. Die haben einfach gesprochen. Nee, ich versuche ein bisschen beides zu machen. Ja. Und trotzdem, da lang. Oh, das ist doch ein Witz. Game over! Okay. Zu Hause, das siehst du jetzt. Game over. Okay, also, wir machen das trotzdem. Entschuldigung, dass ich das wirklich schaffen will. Oder sagen wir den ersten. Den ersten schaffe ich auf jeden Fall. Soll ich mal zeigen? Ja. Ich hätte auch keine guten Worte übrig gehabt, hättest du jetzt was anderes gesagt. Nein. Nein, das wollen wir nicht sehen. Nimm den verdammten Controller wieder in die Hand. Ich will nicht weg! Okay, so. Das klappt auf jeden Fall, das kann ich. Hua! Ja, naja. Wäre cool gewesen. Oh, ich muss die Hand ranziehen. Ranziehen, wenn ich stehen bleiben will. Anziehen. Ah! Nein! Ich hab doch in die Richtung gezeigt! Nicht in die andere! Ich frag mich, wieso es nur eine begrenzte Welt gibt. Wie? Ja, du fällst einfach ins Nichts. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist komplett. Das ist der absolute Schwachsinn. Das ist der absolute Schwachsinn, Mann. Eigentlich der totale, aber egal. Ja, eben. Ja. Huchi, jetzt habe ich ein Kabel mitgenommen. Macht nix. So, jetzt ganz langsam, wir machen das ganz smooth. Drehen die Kamera. Und jetzt wird's. Ich habe eine Frage. Oh Gott. Was ist dieses Edna spricht aus? Das ist in Wirklichkeit, gibt es ein Spiel namens Edna bricht aus. Ist ein, wie nennt man das? Point-and-Click-Adventure, würde ich sagen. So. Na, bin schon weitergekommen. Yay. Ja, okay, weil hier hat der eine geschrieben, nach den nächsten zwei Game Overs wieder Edna spricht aus. Ah. Okay. Nein, das kann doch nicht wahr sein! Nö,
Ich mache heute keine Wetten. Nicht mit Kinect. Das kann doch nicht. Aber jetzt. Ich wette, die Japaner würden das alles perfekt hinbekommen. Ja. Und ich versuche ja irgendwann nochmal auf Japaner-Level zu kommen, aber es dauert noch eine Weile. Ja, wir sind Europäer. Aber ich meine, ich bin vielleicht noch näher dran als so manch anderer Let's Player, möchte ich mal behaupten. Auch wenn das jetzt gemein ist, manch anderen Let's Playern gegenüber, aber... Naja, Skill habe ich schon ein bisschen. Ja, Eigenlob stinkt, ich weiß. So, jetzt ganz langsam, wir müssen es nicht übertreiben und rennen! Nein, oh Gott. Und ich nehme sogar die rote Münze mit und krieg einen ab. Also nicht oh One-Up, okay. Sondern ich krieg hier kannst du nicht mal auf die Fresse fallen. Achso, du springst. So. Okay, da kannst du wieder runterfallen. Mach ich aber nicht. Mach ich aber nicht, hab ich gesagt. Oh Gott. Und da sind sogar Münzen. Oh Gott. Komm schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm. Ach Mann, das ist nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Dann machen wir erstmal. Ach, das ist alles falsch rum. So kann ich nicht arbeiten. Weißt du, Axel, ich finde Laborchef, Dr. Klang und Jonathan Franks sind so einsam. Ich möchte noch John Cena dazu. Oh, ja, okay, das kriegen so wir hin. So viel noch dazu vom gestern mein Bild. Ja, John Cena, okay, den kriegen wir auch noch hin. Also der Sound muss dann einfach noch. So, und rüber. Okay, keine rote Münze. Nö, vergiss es. Sag mal. Was soll ich noch alles machen? Ich mache jetzt erstmal den Gumba platt. Und krieg sogar seine Münze. Aha. Ich sollte hier keine unbedachten Bewegungen machen. Und ja. Kamera drehen, Kamera. Nein, Kamera nicht drehen. Nicht? Nein. Achso, nach da, okay. Ich dachte nach hinten irgendwie. Nein, das. Ich will keine roten Münzen. So, also, bitte! Einfach. Nö, ich will nicht weg! Bow wow wow wow! Bow wow wow! Und jetzt haben wir hier wieder Inspektor Bauschuh. Und den muss ich dann auch noch greifen. Bauschuh, alles klar. Ja. Am Schweifen. Ah! Moment. Ach, shit. Ja, am Schweif. Bleib in seiner Nähe und er macht ja, ich muss ihn an seinem Schwanz packen. An seinem dicken, fetten Schwanz. Oh Gott. Oh yeah. jetzt habe ich ein Problem. Nein, habe ich nicht. Einfach Ventilator. Hier kommt der Ventilator. Ich versuche mal nach vorne zu treffen. Oh oh. Ja. Ganz knapp daneben. Aber das schaffe ich. Wenn ich nicht runterfalle. Komm schon. Mach was. Ja, genau das. Och Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Bug. Die Steuerung ist scheiße. Ausnahmsweise kann man das mal sagen. Ja, in der Tat. Okay, ganz locker, den schaffe ich. Aha! Und jetzt muss ich nur noch dort treffen. Bam! Ja! Alter, also ich möchte mal bitten. Wer hat das in seinem... Wer kann behaupten, das in seinem Leben geschafft zu haben? Und jetzt kommen noch der zweite und der dritte dazu. Yippie! Also ich muss sagen, den dritten würde ich vielleicht sogar eher schaffen als den zweiten, weil da nicht so viel Lava ist. Soll ich?
ich weiß leider nicht mehr ganz genau, was da der zweite und der dritte war. Pass auf, ich mach jetzt den dritten. Ich weiß, das ist das Ende schon vorgezogen, aber trotzdem. Vielleicht müssen wir ja nicht alle Sterne machen. Hust, hust. 108 Sterne. 108 Sterne sind ja auch eigentlich schon genug für einen Bowser. Letzten Bowser-Kampf. Also wenn ich das schaffe, dann... Wenn ich es nicht schaffen sollte, naja gut, dann lasse ich es auch und mache erstmal weiter Sterne. Wenn ich denn welche finde, die ich machen kann. Mit dieser Einstellung. Kinect-Steuerung. Ja, mit Kinect-Steuerung. Also, okay, wir können jetzt sagen, Super Mario 64 DS ist ein Spiel, das das Label Better with Kinect verdient hat. Wow, wow, wow. Aber auch nur, wenn man damit gut klarkommt. Ja, das ist, dazu muss man schon ein echter Gamer sein. Ich bin ein echter Gamer. Ich spiele Spiele. Egal ob ab 18 oder ab 16 oder ab 12 oder ab 6. Ein separates Let's Play namens Kinect Special. Woohoo! Und jetzt einfach geradezu. Und dann passt das schon. Herrlich. So, also das erste Stückchen, das haben wir ja schon mal gut hinbekommen. Aber das jetzt nicht.